So Leute, willkommen zurück zu Risen 1 und wir werden jetzt hier den letzten Tempel, ich glaube es ist der letzte, ich will hoffen es ist der letzte, ja den werden wir jetzt erkunden und ach ja, hier waren wir ja vor einiger Zeit mal drinne, aber jetzt sind ja Echsenmenschen reingekommen. Ah, diese ganz billigen, die normalen Echsenmenschen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so ein Elite-Krieger wieder gewesen, aber... What? Ah, ne. Der Kerl. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Leute, ey, das tut mir so fucking leid. Aber ich hatte ja im Laufe des Let's Plays meinen Computer, also mein Windows-System, neu installiert gehabt. Und da ist mein Speicherspielstand hier, ne, flöten gegangen. Und deswegen musste ich mir einen aus dem Internet herunterladen. Und auf diesem Speicherstand waren ein paar Quests aus dem Banditenlager schon erledigt. Und der Kerl hat etwas damit zu tun. Es geht darum, der Kerl ist so der mittlere Anführer, also so ein Zwischenanführer, beziehungsweise wollte es werden. Und hat dann irgendwie Arena-Kämpfe veranstaltet, hat dann alle abgezogen, wir haben ihn abgezogen und jetzt ist er sauer auf uns. So, Kurzgeschichte zu Ende. Und jetzt ist er halt hier. Krieg ich dich endlich, Mistkerl? Boga? Was machst du denn hier? Was ist das denn für eine selten dämliche Frage? Aber was erwarte ich auch von so einem Schwachkopf wie dir? Ich wusste, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Und jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Dann lass es uns endlich zu Ende bringen. Nichts lieber als das. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Jetzt wirst du dafür bezahlen, du Schwein. Ich schneide dich in Streifen. Das erinnere ich irgendwie an... So. Das war nicht besonders schwer. Liste. Oh, okay. Also ist die Szene hier hat mich gerade irgendwie entweder an Herr der Ringe oder an Star Wars erinnert. Herr der Ringe, das Ende, Frodo und Sam da im Vulkan, bla bla bla. Und Herr der Ringe und Star Wars, der dritte Teil, als hier, ne? Obi-Wan und Anakin auf dem Vulkanplaneten kämpfen. Einfach hier an dieser Vulkanschlucht, so, das hat mich irgendwie ein bisschen gerade daran erinnert. Erstmal hier ein bisschen aufheilen und die Liste wollte ich jetzt angucken. Wo haben wir denn die feine Liste? Liste verdächtig. So. Ach genau, das war die Geschichte. Genau, da muss, ne? Der hat auch Schutzgeld kassiert, der Tünnis. Also das war so ein ganz mieser Bub. Und der war halt nicht so cool drauf. Den haben halt alle gehasst. Und wir haben den da verjagt. Und ja. Das war's halt mit der Geschichte. Deswegen ist er sauer auf uns. Bla bla bla. Möchte uns töten. Bla bla bla. Hat's nicht geschafft. Wir haben ihn getötet. Und das ist das Ende vom Lied. Ich habe keinen Bock jetzt hier rumzulaufen. Was zur Hölle war das denn? Wieso bin ich so komisch hier runtergeflogen? Das war mega komisch. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier lang. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, können wir das aufmachen? Ich höre da eine... Das Scheißding klemmt. Wie es klemmt. Müssen wir da mit Telekinese arbeiten oder was? Ich verstehe nicht ganz. Oder müssen wir hier einschlagen? Nee. Ich versuch's mal mit Telekinese. Vielleicht funktioniert das. Da ist es. Das Scheißding klemmt. Gut, dann klemmt es halt. Dann müssen wir hier runter. Schön runterschweben hier. So. Oh, was soll... Warum? Was war das? Was... Wie? Mein Gott. So, dann fliege ich halt hier bis zum Boden. So, sehr schön. Ich speichere mal vorsichtshalber. Genau, da haben wir die blaue Barriere. Hier, was ist das? Ach, Heilkraut. So, dann kann ich jetzt hier den Zauber machen. Kamehameha. Und den Zauber kann ich jetzt auch direkt mal austauschen durch... Eile. Ne, Eile haben wir schon da drinne. Skelett beschwören, yo. Das klingt doch lustig.
Ach, und Moment, ich sehe gerade, wir haben ja noch auf Nummer 9 einen anderen coolen Zauber. Ja, ich probiere es einfach mal aus, wie das so ist. Ich mache den und dann... Wow, einmal hätte gereicht. So, Fred. Und... So. Jetzt sind wir mega overpowered. Weil uns einfach keiner irgendwas tun kann. Wir haben Fred dabei. Wir haben unser magisches Schild. Und selbst die Echsen-Elite-Krieger hier, die können gar nichts machen. Oh, ich habe keinen Mana. Ja, gut. Dann trinken wir mal ein bisschen mehr. So. Und weiter geht's. Sehr schön. Oh, der ist ja fast tot. Okay, also ich hätte auch eigentlich nichts anderes erwartet, weil der hat so krass lange gegen diese... gegen die Echsenkrieger da durchgehalten. Oh. So. Jawohl. Gut, nichts Interessantes dabei. Und wo müssen wir denn jetzt hier lang? Was haben wir hier? Lass mich raten. Was passiert jetzt wohl? Oh mein Gott. Haben wir hier irgendwo ein Nautilus, eine Steinplatte? Irgendwo ein Nautilusloch? Nee. Okay, ah, kann ich hier vielleicht eine andere Büste drauflegen? Echsenkopfbüste? Nee, dann müssen wir mit der Telekinese arbeiten, glaube ich. So. Fred, komm mal raus da. Stehst ein bisschen im Weg. Dann gib mir die Telekinese. Und her damit. Natürlich. Natürlich. Und das Tor geht auch erst runter, sobald ich die scheiß Büste in der Hand habe, ne? Ach, dumm. Einfach nur dumm. Was hast du denn jetzt für ein Problem hier? Was willst du? Da ist doch gar nichts, Jung. Guck da dahin, als ob irgendwas, weiß nicht, als ob dein Geist gesehen hätte. Diese Wand sieht brüchig aus. Ich kenne die Sprüche langsam auswendig, so oft wie der das sagt. So, sehr schön. Und, oh, ein Skorpion, welches uns noch nicht gesehen hat. Ist das dumm? So. Und da ist noch eins. Ah, ich kann mich an diese Stelle erinnern. Es war so scheiße hier, weil ich damals mit dem, da habe ich halt, ne, als Krieger gespielt. Und da war es einfach, das war nicht auszuhalten. Ja, beruhig dich. Oh, zwei Stück sogar. Wie sollen wir die zwei nennen? Die sollen irgendeinen Namen kriegen. Betty und Bessie. Genau. Betty ist leider schon tot und Bessie wird jetzt sterben. So. Betty und Bessie, die Biester. Und eine Truhe. Zu schwierig. Natürlich. Aber wir sind ja ein Profi-Zauberer und können einmal mit der Hand rumwedeln und dann geht die Türe, sag ich schon. Geht die Truhe auf. Welche sich auch super lohnt. Wow, nice. Haha. Und was hat uns das jetzt hier gebracht? Irgendwie gar nichts, ne? Wow. Als ob hier nirgendwo irgend so ein Nautilus-Loch noch ist. Ich habe mich doch gerade hier schon umgesehen, oder? Da ist eins. Sehr gut. Sehr great, sehr great. Very great. Wo ist es? Da ist es. Gut. Und jetzt hier durch. So, cooler, cooler. Oh, fuck. Okay. Dann gehe ich mal hier hinter den. Vielleicht bemerkt er das nicht. Wow, 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 wow. Was? Erstens, warum war der so schnell tot? Und zweitens, warum hatte der so verdammt... Nee, warum hatte der irgendeinen besonderen Namen? Habt ihr das auch gesehen? Moratus oder so hieß der.
Ach, das war bestimmt ein König oder so, deswegen, also so ein Echsenkönig. Deswegen hatte der eine Büste des Königs dabei. Wahrscheinlich. Denke ich mal. Vermute ich. Fred, du hast ja sehr nett gewartet. Schon wieder. Ich nehme die Büste weg mit dem Zauber. Das Tor bleibt einfach oben. Komm, ist die Büste in meinem Besitz. Direkt, komm mit, Jung. Komm stehst mit. Du da so rum? So. Dann setzen wir die jetzt da drauf. Sehr schön. Und die hier drauf. Und das geht auf. Und da haben wir ein paar untote Hohepriester. Okay, dann müssen wir wohl untote Hohepriester töten. Aber erst in der nächsten Folge, in welcher wir uns dann wieder sehen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch ja, schönen Tag, schönen Abend. Keine Ahnung, wann ihr diese Folge gucken werdet. Vielen Dank fürs Anschauen und tschüss.